So, Mädels, ein freundliches guten Tag und hallo. Ich grüße euch alle herzlich zur nächsten Folge von Endless Space. Ich drücke jetzt mal den Timer an, damit ich das nicht wieder vergesse. Und wir sind ja im Krieg mit dem... Na, wie hießen die nochmal? Irgendwas mit Haratio. Oder Haratio, wie auch immer. Ah, Sekunde kurz, ich habe was in der Hosentasche, was mich gerade nervt. Mein Haustürschlüssel. So, egal, jetzt so runtergefallen. Scheiß drauf. Ich habe letztes Mal erfahren, dass dieser Haratio an sich eigentlich theoretisch nur ein Typ mal war. Ich habe das damals am Anfang falsch beschrieben. Ich kann jetzt nicht irgendwie... Hier kann ich das gucken, ne? Da? Nur, dass der sich halt tausendmal geklont hat, der Typ. Naja, egal. Der hat uns ans Bein gepisst, dann pissen wir mal ordentlich einen Megastrahl zurück. Ja, hier haben wir schon eigentlich alles getan. Alles klar, dann warten wir mal auf die nächste Runde. Hier wird jetzt belagert. Die müssen wir nachher auf jeden Fall clearen. Aber fürs Erste reicht das schon so. Ja, dich skillen wir erstmal nochmal weiter. Das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Ja, der Heal Cruiser, der bleibt so erstmal der Eroberer schlechter. Bin ich jetzt gerade doof? Heal Cruiser? Wieso ist da nur ein schlechter Schiff hin unterwegs? Da stimmt doch was nicht. Hä? Eine Flotte. Eine Flotte? Ich fühle mich blind. Wo bist du, Schiff? Ja. Flotte in Alpha, auf dem Weg nach Thylos. Seltsam. Egal, gut, hier sind zwei Stürmer. Ist mein Schlechter und wer fliegt da mir vorbei? Sechs, drei Schiffe oder sowas. Kann ich mir jetzt nicht angucken. Ja. Gut, hier wird blockiert, das ist kein Thema. Hier wird auf Forschung gesetzt, weil wir können, glaube ich, momentan keine Schlechter bauen. Komplett, oder? Moment. Obwohl, Moment, wenn man Basalt keine bauen können, können wir nirgendwo anders die bauen. Nee, alles klar. Gut, dann beenden wir die Runde. Und lass mal weiter vorrücken. Janus. Der Anus. Ja. Hier passiert eigentlich nicht viel. Verteidigung brauchen wir jetzt nicht. Verteidigung auch nicht. Ja, passt schon so. Dann bewegt euch mal. Jetzt müsstest du ja hier drin sein. Ist er auch. Ist er auch. Und jetzt haben die Feigenschweine jetzt hier verpisst. Das ist doch zum Mäusemelken. Wenn ich jetzt noch ein schlechter Schiff baue. Okay, was kostet... Was kostet mich das abzugraden? Oh, zu bauen. Das ist viel. 3000. Dann bauen wir Instant ein. Okay, der ist jetzt gleich schon fertig. Mit dem können wir nicht mehr viel anfangen. Das Problem ist einfach nur der hier gerade. Gut, der hat nur 400 Kampfkraft. Was haben wir hier für... Was hat ein von unserer Schlechter hier? Der ist doch... Da, da haben wir nicht so eine 2. Dann haben wir 1000 Kampfkraft. Das reicht. Dann tun wir den Heal Cruiser noch dabei. Ja, die tun wir jetzt mal vereinen. Und du gehst nach... Hier? Ja. Du wartest kurz hier. Du blockierst, ne? Damit er jetzt nicht noch irgendwas durchsneakt. Und jetzt sind wir wieder weiter auf Forschung am Gehen. Ja, ihr könnt aber lieber ruhig mal das Schiff hier bauen. Du genauso. Genau, ihr geht jetzt mal alle wieder Schiffe bauen. Ja, die Typen haben mir so derb ans Bein gepisst, das muss ich mich dafür in irgendeiner Form revanchieren. Hier macht den Schlechter, hier macht der Oberer, den brauche ich noch nicht. Alles klar.
Und der Eroberer hier, der bleibt stehen. So, den holen wir nämlich direkt erstmal wieder raus. Verein. So. Dann der nächste Schlechter ist gut. Hier, was? Sofortkauf für Sternsystem. Ah, toll, jetzt haben sie es schon wieder getan. Sie haben es schon wieder getan. Warum machen sie sowas? Handelsrouten habe ich keine. Ja, das ist bitter. Jetzt sind sie hier schon wieder irgendwas am Blockieren. Die kleinen Schweinchen. So, und diese Barrikade wird jetzt erstmal aufgesprengt. Ich habe die Schnauze voll. So, ultimative Verteidigung. Ja, kostet uns ein bisschen das, aber braucht man eigentlich in dem, im Prinzip nicht. Nehmen wir mal Magnetfeld. Waffenübertaktung. Und... Muss man jetzt perfekt was haben für Verteidigung. Konter für Verteidigung, Sabotage. Warte, dann machen wir lieber hier die Verteidigung weg. Ja. Und hier die Waffenübertaktung. Dann gehen wir mal auf... Naja, Allkreuz nach Streufeuer, das passt schon. Gucken uns das ganz schnell an. Oh, hier ist ein General bei. Habe ich gerade gesehen. Also die Waffen sind deswegen von den kleinen Ticken stärker. Stufe 6, aber unser Stufe 17 General. Der ist nicht mehr aufzuhalten. Besonders wenn wir nachher jetzt hier auf Close Range kommen. Jetzt werden wir es sehen. Magnetfeld, beide aktiviert. Und hier sehen wir erstmal das Mega-Streufeuer von uns. Auch ein paar Laser. Die haben irgendwie ein bisschen mehr, glaube ich, auf Laser gesetzt, diese kleinen Strahlen. Machen aber gar nicht mal so viel Schaden. Bei uns geht das. Ah, okay, einen haben wir ausgeschaltet. Ich würde gerade sagen, wenn das jetzt gerade nicht funktioniert hätte, in irgendeiner Form, dass da ein paar ausgeschaltet worden wären. Ah, scheiße. Jetzt haben die es natürlich zurückziehen können. Oder? Ne, nur einer lebt. Ist down. Okay, haben wir vernichtet. Obwohl wir da die falsche Taktik angewandt haben. Okay. Ja, nett. Nett auf jeden Fall. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld und Forschung gemacht. Für dich. Du musst wieder besser im Kampf werden. Kosten für Heilung braucht man nicht. Schaden pro Schiffsklasse habe ich jetzt auch nicht so viel von. Bewegung für Flotte. Das wäre eigentlich in der Theorie... Ja. Bringt mir ja nicht viel, wenn ich mir selber jetzt hier was abzwacke. Dann mache ich mich lieber meine Flotte schneller. Beziehungsweise lass mich weiter fahren. So, okay, da kann da nichts machen. Hier kann ich momentan auch nichts dran bauen. Handelsgebäude habe ich nicht. Ja, da geht mir ziemlich viel Kohle für über den Jordan. Dafür, dass ich da kein Geld drin habe. Beziehungsweise, das heißt kein Geld, keine Handelsrouten. Schlechter gebaut. Jetzt können wir direkt dann erstmal die Wissenschaft nach oben setzen. Hier auch. Ja, hier auch. Du baust das da schön zu Ende. Dann kannst du erstmal darauf gehen. Und ihr. Ja, was machen wir mit euch? Du kannst auch nicht handeln. Wir können aber mal die undurchdringliche Verteidigung tacken, oder? Bauen, ja. Bauen wir auch mal. Okay, schlechter können wir sowieso nicht bauen. Wolkendurchbruch. Ja, wir machen einfach mal Wolkenbruch. Anscheinend kann man ja auch kämpfen. Oder kämpfen die auch, wenn da halt nichts ist, sondern nur die Luftwaffe da rumfliegt. Aber anscheinend habe ich die schon größtenteils übergebaut. Na, hier noch nicht. Machen wir noch. Die Flak.
So, was haben wir denn hier? Eine 2000er Flotte. Ja, eine 2000er Flotte ist jetzt natürlich schon Brocken, ne? Du kannst nicht fliegen. Ne, der Eroberer, da würde ich jetzt nicht gegen mitkämpfen. Dich, du bist da, okay. Ich habe jetzt hier 1200, ne? Ja. Erstellen. 1000. 1000 gegen 3. Machen wir. Nano-Reparatur als erstes. Dann als zweites die Barriere. Und dann angepasste. Ja, machen wir mal. Streufeuer wäre weniger geeignet, eher Nasenbrecher. Zack, zack. Schlechter Stufe 4. Okay. Er hat sich direkt zurückgezogen. Das ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Die Antimaterie ist wieder unter meiner Kontrolle. Also können wir das hier eigentlich auch weiterbauen. Ah. Guter Junge. Hier können wir auf jeden Fall noch bauen. Das ist okay, das ist okay, das ist okay. Und dann können wir dich ticken. Und du warst ja eigentlich auch so mehr zum Aufbau geeignet. Handeln tun wir momentan sowieso nicht. Also ist der so relativ nutzlos. Dann bauen wir mal dich aus für Nahrung. Und wo bist du denn überhaupt? Wo bist du denn überhaupt? Drei Stellen, nein. Ein Basart. Eigentlich vollkommen unnötig hier. Wir bräuchten dich. Wir bräuchten dich. Ja. Wo bräuchten wir dich denn? Hier. Ja, doch. Den tauschen wir. Aber das macht ja eigentlich so keinen Sinn. Dich brauchen wir auch. Okay. Dann kommst du dem hier zu und du bekommst den hier. Jo. Abgeschlossene Projekte, ja, ist okay. Außer bla bla bla. Was haben wir noch? Den hier Cruiser und das. Die verbinden wir wieder kurz und dann machen wir Runde beenden, ne? Komm ab dahin. Hier haben wir eine 1200er Flotte, die dahin unterwegs ist. Die erstellen wir dann mal direkt und fliegen hinterher. Wir wollen ja nicht, dass wir hier in Bedrängnis geraten. Gut, was bist du für eine Flotte? Eine 500er Flotte. Das ist kein Thema. An sich. So, du bist ja noch das hier am Bauen, das kleine Schiff. Und du kannst kämpfen, ne? Ja. Genau, jetzt machen wir auch hier die Nano-Reparatur als erstes. Das ist eigentlich da in der Form ganz gut. Waffenübertaktung. Und dann gehen wir eigentlich nachher auf Tarnung. Ja, nicht Streufeuer, Nasenbrecher, aber wir sind nämlich gleich viele Schiffe. Und dann passt das schon. Boom. Zieht sich wieder zurück. Zwei haben wir zerstört und alles ist gut. Genau. Ina ist jetzt hier auch auf Reparatur. Wir könnten das jetzt mal kurz, diese Wolkenbruchtechnik im Allgemeinen erforschen. Okay, das haben wir noch nicht. Ja, was sind das denn für Schiffe? Noch eine 400er, 1200er und eine 40er. Was haben wir hier? Eine 500er. Wenn ich dich jetzt hier reinsetze, bist du nächsten Runde fertig. Dann haben wir drei hier fertig, dann passt das schon wieder. Und du bist hier auch gleich fertig. Na, dann haben wir genug Schlachtschiffe. Bedeutet eigentlich, dich können wir eigentlich wieder nach hier abziehen und nachher mal selber in die Offensive gehen. Oder jetzt in die Offensive gehen. Ja. Gut, da warten wir.
Und dann machen wir die Zug beenden. Wir müssen den jetzt ganz schnell nach vorne bringen. So, hier haben wir jetzt vereint. Hier brauchen wir nichts machen. Was bist du denn eigentlich hier? Ein schlechter Stellen. Du bist jetzt mal nach da. Jetzt machen wir eins nach dem anderen. Wir haben 1200 momentan. 1740. Mal reparier dich einfach mal. 10 haben wir bekommen. Passt. So. Was haben wir jetzt hier für eine schöne große Flotte stehen? Wir haben hier insgesamt gut Schiffe stehen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn jetzt hier in die Offensive gehen. Haben wir aber eigentlich Schiffe, die noch aufgewertet werden müssen. Das ist doch mal geil. Ich habe die Schiffe immer noch nicht aufgewertet. Das sind immer noch die Schiffe der ersten Klasse. Aber trotzdem enorm stark. Ich muss die aber unbedingt mal aufwerten. Was kostet das eigentlich? Okay, wir fliegen doch mal nächste Runde wieder zurück. Ich will das mal nachprüfen, aber erstmal gehen wir hier wieder in den Angriff. Tarnung und jetzt am Ende machen wir die Nano-Reparatur, ne? Ja. Feuerkraft lassen wir einfach so. Boom, kaputt. Was kommt da an? Eine 200er Flotte. Alles klar. Den Schlechter schicken wir jetzt nach vorne. Der pausiert da jetzt erstmal. Er kann nicht zurückfliegen. Okay. Wir haben noch einen Schlechter. Ah, geil. Wir haben noch einen Schlechter. Dann bleibst du aber eigentlich hier, ne? Nein, du gehst hier mit. Und schließ dich den an. Verein. So, wir könnten ja auch eigentlich diese Schlechter austauschen, aber das ist mir jetzt noch nicht so wichtig. Das können wir auch noch später machen. Vasat. Ja, warten wir noch. Wie sieht es eigentlich mit den Technologien aus? Da, diese Invasionstechnik, die haben wir erforscht. Okay, wir haben die Invasionstechnik erforscht. Hatten wir jetzt eigentlich beim letzten Mal die Eroberer da schon umgetrimmt? Ach genau, ich glaube, ich hatte mir im Nachhinein nochmal angeguckt, warum die Berserker und Schlechter so der Unterschied liegt. Die Größe liegt das einfach. Also die kinetischen Waffen von den Berserker-Klasse sind wesentlich größer als die von den Schlechter. Berserker, also beziehungsweise, was heißt Berserker? Die Schlachtschiffe sind wesentlich, Kanonen sind wesentlich größer als die von den Schlechtern und darum können die weniger aufnehmen. Irgendwie total abstrus und dumm, aber ist halt so. Man kann die eher als ja, als Mutterschiffe verwenden, sagen wir es mal so. Ich guck mal jetzt gleich mal, ob ich auch vielleicht da vielleicht ein paar Mutterschiffe draus mache. Bin mir noch nicht so sicher. Jetzt zu den Oberern. Jetzt haben wir hier was. Die haben keine, die haben nur ein paar Schildreflektoren. Die Raketenabwehr, habe ich mir überlegt, brauchen wir nicht. Die Belagerungswaffen können wir eigentlich auch reduzieren. Ja. Yes. Ja, was macht denn jetzt der Unterschied zwischen Elite und viele? Das Gewicht. Dann nehme ich lieber Elite mit. Aber warum kann ich das jetzt nicht? Ach, wegen den Kampfgeschwadern. Ah. Okay. Gut, dann nehme die Elite mit. Ja. Was haben wir denn hier noch? Okay, das ist alles, was wir nicht haben. Dann. Ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Dann können wir einfach nur die Truppen hier da mitnehmen und dann passt das schon. Und das auch wieder. Jupp, dann passt das schon mal. Eroberer. Ja, jetzt haben wir das.
Das müssen wir später mal nachrüsten. Ja. Richtig. So, ihr. Na, die Schlacht machen wir noch schnell. Bevor wir mit dem nächsten Part anfangen. Hier sind richtig starke Schiffe anscheinend. Dux 3. Noch nicht so alt. Alles klar. Diesmal fangen wir mit einer Waffenstörung an. Gehen dann auf eine Nanoreparatur, um dann umzuschwenken auf eine, obwohl eine Waffenübertaktung. Genau. Streufeuer halte ich für gefährlich. Nasenbrecher. Ja, egal, mach einfach. Streufeuer passt schon. Boom. Hat sich zurückgezogen. Na, ja, jetzt willst du abhauen? Das gibt nicht, mein Freund. Das gibt nicht. So, jetzt kriegst du 2 Fähigkeitspunkte. Dann kriegst du nämlich einmal Arbeit. Und nochmal Arbeit. Ja. Dann kannst du wesentlich mehr produzieren. Diese Handelsrouten, das ärgert mich, dass ich da eigentlich keine von habe. Na, mit den Sofens kann ich aber noch nichts tun. Warum auch immer. Waffenstillstand. Ach so, habe ich mit dem Waffenstillstand auch noch. Ja. Okay. Das erklärt das natürlich. Naja, egal. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Ich habe eben vergessen, die Invasion zu starten. So. Die Invasion hat begonnen. Wo? Ich hab gedacht, die haben sich zurückgezogen. Schweine. Schweine. Ach. Wie viel Kampfkraft hast du denn? 400. Erstellen. Dich bilden wir jetzt dann aus. Und wo haben wir den letzten? Ah, hier haben wir noch einen Eroberer. Alles klar. Ah, du gehst jetzt hier auch mal hin. Dieser Schlechter sollte das eigentlich auch schon fast das Blatt wenden. Haben wir den nächsten Abul. Ja, hier könnte man schon 2 Eroberer bauen, das geht auf jeden Fall. Und hier können wir eigentlich auch 2 Eroberer bauen. Dann würde die Bevölkerung mal ein bisschen da abnehmen. Hier können wir das nicht. Hier auch nicht. Hier. Im Prinzip schon, ne? Ja. Und da bauen wir auch mal einen Eroberer. Also der dritten Generation, um einfach Truppen da zu haben. So, ihr. Ihr verbindet euch jetzt hier erstmal. Vereinen. Du. Du kannst nicht kämpfen, ne? Jetzt müsste ich eigentlich mal gucken, hier. Schlecht. Erstellen. Ja. Jetzt vereinen wir die. Jetzt muss ich nur den Heal Cruiser erstellen. Und ich habe jetzt schon fast so viel Kampfkraft wie eben. Weil ich die noch nicht verbessert habe. Die fliegen jetzt auch zurück und verbessern sich. Aber ich will eigentlich... Ah, nee, noch 2 Schiffe muss ich hier lassen. Dich und dich mache ich einfach mal. Weil ich will jetzt nicht mit weniger Kampfkraft hier stehen, als ich angefangen habe. So, okay. Ah, ihr müsst erst kämpfen. Alles klar. Gut, du kämpfst jetzt mal. Eine
200er Kampfkraft. Streufeuer absolut richtig. Jetzt haben wir nur reine Waffen übertappt. Hm. Ja. Einfach volle Pulle rein reinhauen. Könnten wir uns eigentlich auch noch angucken. Hm. Nee, ich wollte ja eigentlich auch beenden. Wie viele Schiffe haben wir zerstört? 12 feindliche Schiffe vernichtet. Ja. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt. Hier mit Endless Space weiter. Aber wir könnten mal ganz kurz. Ja, Raketenwaffen. Sieht sehr gut aus. Gut, Leute. Bis dann. Ciao.